Und wie ihr seht, ich fahre nicht die Jazz. Ich fahre keine Triple. Mahlzeit, Leute, willkommen zu diesem Video. Ja, ich bin's wirklich und ich bin wieder da. Ja, long time no see. Das hat auch seine Gründe. Wie im letzten Jahre, sage ich mal, 3-4 Jahre, ging es auch letztes Jahr, 23, ein wenig turbulent zur Sache, was vor allem familiäre Dinge angeht. Leider nicht ganz so schöne. Aber gut, jetzt neues Jahr, neues Glück und jetzt bin ich da, denn auch letztes Jahr war dann durch die Situation halt nicht unbedingt die Lust und die Zeit da viel zu fahren. Hallo, 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 KTM-Gang. Hallo. Und schon gar nicht dann die Motivation großartig Videos zu machen. Aber jetzt dachte ich mir, schnappe ich mir mal wieder die Kamera und mache ein neues Video. Und wie ihr seht, ich fahre nicht die Jazz. Ich fahre keine Triple. Was ist denn da los, fragt ihr euch? Keine Sorge, Jazz ist immer noch da und Jazz geht es immer noch gut. Aber wir haben Zuwachs bekommen. Und zwar fahre ich hier eine Honda Hornet 750, Baujahr 23, mit gerade mal knapp 560 Kilometer auf der Uhr. Also ein Neufahrzeug. Der Grund dafür ist eigentlich ganz simpel. Meine Freundin ist früher selber gefahren, Motorrad, hat eine schöne klassische SV gefahren. Ich mag ja diese klassischen Motorräder übrigens. Hallöchen, guten Tag. Ja, letztes Jahr habe ich sie dann einfach mal auf meine Triple gesetzt und nach einer längeren Pause hatte sie einfach mal wieder Lust, das zu spüren und hat dann auch wieder Lust bekommen, selber zu fahren. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, check mal, was das Budget so möglich macht und was es so im Angebot gibt. Haben uns ein bisschen umgeschaut und haben recht schnell gemerkt, dass die Preislage sehr strange ist, was den Motorradmarkt angeht. Also ist zum Beispiel ein vernünftiges Gebrauchtbike, was aber schon, was ich, 7, 8, 9 Jahre alt hat, kriegst du 3, 4, 5, 6, vielleicht auch 7.000, je nach Hersteller natürlich, musst du da schon für ausgeben, um eine gewisse Qualität zu haben. Und dann guckst du einfach mal, siehst eine Kawa 650, also Z650 zum Beispiel, oder eben auch eine SV, eine neuere, oder eben die Hornet oder die Trident, die so im Neupreis 7, 8 liegen ungefähr. Und denkst du, okay, wenn du dir Gebrauchtpreis kaufst, weißt du nicht, was du ungefähr hast, legst einen Tausender drauf, sage ich mal, kriegst du eine neue Hornet, Trident, whatever. Also haben wir uns einfach mal generell umgeschaut. Sind dann gelandet bei, eben, bei der aktuellen SV, bei der Z650, bei der Trident von Triumph natürlich. Das war so grob, oh, die Triple natürlich auch. Das war so grob die Richtung, in die die junge Frau gehen wollte. Und dann sind wir natürlich auch bei der Hornet gelandet, weil man muss einfach nur sagen, Honda hat letztes Jahr mit der Honda Hornet 750 ein Paket rausgehauen, das man nicht unterschätzen darf. Für die Preis, wie sie hier steht, oder wie ich sie fahre, unter 8000, 750 Kubik, 90 PS, Ausstattung brauchen wir nicht drüber reden, optisch auch recht gelungen, wir gucken gleich mal drauf. Ja. Nach einem Hin und Her, ein paar Probefahrten, ein bisschen vergleichen, sind wir dann
spontan zum Händler gefahren, haben uns da nochmal angeguckt. Und dann hat sie sich entschieden für die Honda Hornet 750. Ich bin natürlich auch schon Probe gefahren. Ich habe da ein bisschen, ja, ich will nicht sagen beratend, weil beratend ist schwierig, wenn es zählt ja vor allem das eigene Gefühl dabei. So zum Beispiel wäre die Honda Hornet kein Bike für mich, würde ich sagen. Das heißt nicht, dass sie schlecht ist, überhaupt nicht. Aber wie auch letztens mit der KTM, das Video habt ihr vielleicht schon gesehen, oder damals auch mit der 97 oder 99, zwei Zylinder. Es ist nicht so ganz meins. Ich bin, ich sag mal, verwöhnt mit dem Dreizylinder von meiner Triple. Diese Fahrbarkeit, die für mich eigentlich von keiner anderen Marke, von keinem anderen Konzept erreicht wurde, außer von dem eigenen. Da ist es dann schwierig, da ist die Messlatte sehr hoch gelegt. Und ich muss sagen, für mich, der Zweizylinder, der ist hier ein bisschen, lässt sich ein bisschen nicht ruppig fahren, aber ist ein bisschen sprunghafter, braucht ein bisschen mehr Drehzahl, muss ein bisschen mehr geschaltet werden. Es vibriert einfach mehr, es passiert einfach mehr, ähnlich wie bei der KTM auch. Und das fühlt sich für mich nicht passend an, sage ich einfach mal. Wir brauchen nicht über die Qualität reden, wir brauchen nicht über die Performance reden, weil 57,90 PS ungefähr, verschiedene Fahrmodi, TC-Einstellungen und was das alles hat. Für den Preis, das ist schon eine Ansage, muss man einfach sagen. Deswegen war die auch lange Zeit schon vergriffen, beziehungsweise recht schnell vergriffen. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch optisch und farblich bei der Auswahl bestimmte Vorstellungen hat. Die gucken wir uns gleich nochmal an, natürlich. Und ja, dann als es sich Möglichkeit ergeben hat, hat die Frau des Hauses zugeschlagen. Und es ist eine Honda Hornet geworden. Ah, unverkennbar Kawasaki, Ninja 650 und eine Z900. Oder ist auch eine 650er? Ich weiß nicht. Die sind ja manchmal optisch nicht mehr so weit auseinander, aber sieht nach einer 900er aus. Hallo? Ah, schön. Es ist Saison. Es ist Saison. Es ist so der erste Tag des Jahres an einem Wochenende mit 20 Grad und Sonnenschein. Und viele haben zum März hin auch wieder die Saison gestartet. Haben teilweise ja auch Saisonanmeldungen, wie ich ja auch. Ach, das ist schön. Es macht Spaß. Fühlt sich gut an. Lange vermisst. Und letztes Jahr viel zu wenig wahrgenommen. Hoffentlich wird das dieses Jahr mehr. So, und jetzt suchen wir uns mal ein kleines Plätzchen, um die Hornet uns mal anzuschauen. So, da haben wir das Schätzchen. Optisch gefällt die mir richtig gut. Mit dem Schwarz, mit dem Rot, mit dem roten Logo drauf, mit der Scheinwerfermaske. Nicht so verspielt und abgespaced wie der KTM zum Beispiel und trotzdem nicht so alt oder klassisch backen wie eine SV oder eine alte Hornet. Schön geschwungene Linien, gefällt mir sehr gut. Ein schöner Kompromiss, wie gesagt, außer von den verschiedenen Konzepten, die so Suzuki oder KTM verfolgen. Ja, 750er Hornet, 23, 92 PS, 500 Kilometer erst drauf und deswegen noch mit Bedacht gefahren, natürlich. Licht, ich blende euch ein, unter 8000 Euro. Ein schönes Teil. Wir haben hier verschiedene, ein Display, TFT-Display mit verschiedenen Anzeigen. Hier, na gut, Tank, Tacho und so weiter. Anzeige, Kilometerzähler, Verbleib bis zum nächsten, Uhrzeit, verschiedene Unterstützungsmodi haben wir hier natürlich. Traktionskontrolle, ABS und
Fahrmodi generell. Was ich ganz nett finde, ist, das Ding hat sogar eine automatische Blinkerrückstellung und ist schon vorbereitet von den Funktionen her für vorbereitet für eine eventuelle Heizgriffe oder sonst irgendwas. Das heißt, die Funktionen sind schon mal da. Man muss es nur implementieren. Ja, so viel dazu. Einmal kurz einen Check und dann wollte ich sagen, Soundcheck. Genau, Soundcheck wollten wir noch machen. Ein kerniger Zweizylinder. Blabbert auch ein bisschen. Es wurde nichts dran gemacht, es ist kein anderer Hebel, es ist kein anderer Auspuff dran, es wurde nichts soweit dran verändert, die ist komplett Serie. Ob wir noch was dran verändern, ob sie noch was dran verändern will, das werden wir zeigen. Erstmal muss man sich ja aufeinander einspielen. Was sie als erstes ändern würde an meiner Stelle ist die Spiegel. Das hat mich ja bei meiner Türme schon gestört, die würde ich wegmachen und linke Spiegel dran machen, weil man sieht an diesen Dingern einfach nicht viel. So, dann wollen wir ein bisschen weiterfahren. Die Kupplung kommt recht spät. Für mein Empfinden. Es ist immer mein Empfinden. Und das matcht sich auch so mit meinem Empfinden von der Probefahrt, die ich da mal schon mal gemacht habe, bevor wir sie gekauft haben oder bevor sie sie gekauft hat. Kupplung war ein bisschen spät. Der Sitzposition ist auch nicht ganz so meins. Mein Lenker ist ein bisschen breiter eingestellt und ich sitze ein bisschen weiter vorgebaut, ein bisschen sportlicher. Besser gefällt mir Sitzposition allerdings im Vergleich zu der KTM, weil die KTM 990 Duke ist halt sehr super motorlastig. Das heißt, man sitzt viel gerader, sehr viel näher gefühlt am Lenker dran und näher am Display dran. Das heißt, man muss noch weiter runterschauen. Und hat natürlich auch schöne Übersicht, das ist bei Naked Bikes immer ganz cool. Die Sitzposition ist so recht bequem, es ist auch sehr handlich und vor allen Dingen auch gut rangierbar, auch im stehenden Modus, sage ich mal so. Das ist ja auch sehr wichtig, gerade was Bikes angeht, wenn eine junge Dame sich das aussucht, weil die ja oftmals ein Stückchen kleiner sind. Und manchmal auch nicht so kräftig. Das heißt nicht, dass sie kräftig genug sind, aber manchmal sind halt die Voraussetzungen ein bisschen anders. Und das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Und da ist die Handlichkeit von der Maschine da. Man kann sie ohne Probleme schieben, bewegen, händeln. Und von der Sitzhöhe her ist sehr angenehm. Für mir war sie einen Tacken zu niedrig. Und der Beinwinkel ist sehr angenehm. Wenn ich das vergleiche mit der KTM, ist diese auf jeden Fall deutlich angenehmer. Hallo. Ich habe jetzt mittlerweile mal den Sportmodus geschaltet. Da ist sie noch ein bisschen zackiger in der Gasannahme. Wollen wir mal testen. Wie gesagt, alles im Rahmen der Einfahrmodalitäten. Das heißt, nicht über 6000 drehen. Wobei ich in der Probefahrt schon gemerkt habe, dass gerade ab 6000 bis 8000 Umdrehungen hier erst richtig der Dampf kommt. Vorher ist sie zwar auch sprunghaft und man merkt, man will, sie möchte ein bisschen Drehzahl haben, sie möchte fahren, das, ne? Aber wir können trotzdem mal überholen vielleicht. Ja, es geht schon ganz gut. Ja, 90 PS bei dem Gewicht. Safe, geil. Da brauche ich also keine Bedenken haben, dass sie mir da abhanden kommt, wenn wir ein bisschen zügiger unterwegs sind. Das ist schön. Und ja. Was soll ich sagen? Ein schönes Bike, auch wenn es meinzig wäre. Für sie fühlt es sich gut an, für sie passt es sehr gut, sie fühlt sich sehr wohl darauf und das ist das Wichtigste. Und wie gesagt, kein schlechtes Bike. Preis-Leistung-Verhältnis ist super, es fährt sich gut, es macht Spaß.
für mich ist die Charakteristik von dem Bike nicht unbedingt das Richtige, muss es ja auch nicht sein, aber ich kann verstehen, wenn einem das Bike optisch und fahrerisch gefällt. Ja, und ich würde sagen, soweit von mir, willkommen zurück zu mir selber. Vielleicht sehen wir uns in Bälde ja mal bald wieder. Lasst euch von euch hören, wie ist es euch ergangen letztes Jahr, in den letzten Monaten, während ich ein bisschen unten war, ein bisschen weg war. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich habe ja einen neuen Mic-Adapter, sogar nicht von GoPro, original, und er funktioniert sogar, hoffe ich wenigstens. Ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht bald an dieser Stelle wieder, sonst bei Instagram, bei YouTube auf den anderen Kanälen oder bei Twitch, wenn ihr Bock habt. Und macht euch mal bemerkbar in den Kommentaren, wie geht's euch? Und habt ihr andere Bikes? Und was sagt ihr zu der Honda 750, die letztes Jahr neu rausgekommen ist? Und da das jetzt ja kein Leihmotorrad und keine, hallo, wie bist du denn? Kein Probefahrtmotorrad ist, brauche ich mich auch bei niemandem bedanken, außer bei meiner besseren Hälfte, dass sie mir erlaubt hat. Boah, das meinte ich. mit ihrem Bike mal eine Runde zu drehen. Und wir sehen uns in Bälde. Macht es gut. Kosti ist raus. Aber bevor ich raus bin, räubern wir jetzt noch ein bisschen durch diese Kurven. Was haltet ihr davon? Wenn der sich hier wegmacht. Ach, komm schon. So, jetzt aber. Macht das Spaß. Juhu. So. Soweit von mir. Wie gesagt, wir sehen uns im Bälde wieder. Mach's gut, los, hier ist raus. Ciao, ciao und tschüss.